Gepflichten muss please. Ich begrüße euch zu einem neuen Abenteuer. Ja. Mitten auf dem Land, ganz, ganz weit draußen. Alter Schwede, ihr könnt das sehen, da hinter mir. Alles, hier ist nur Land. Vöglein. Hier ist zwar ein Haus mit richtig großen, bösen Hunden. Die haben ja vorhin schon gebellt. Gehen wir mal schnell dran vorbei. Und hinter mir sehen Sie hier, der Zaun, immer am Zaun entlang. Ich habe da so ein kleines Häuschen entdeckt. Das ist mir so im Vorbeifahren in den Augenwinkel gesprungen, förmlich. Hat gesagt, halt an, komm rein. In Lost Place auf jeden Fall schon, ich weiß nicht, wie lange das Häuschen schon leer steht, aber schon sehr lange. Und so richtig für sich allein, auch da so alte Tannen, warte, ich zeige euch mal, hier kann man das schon sehen. Ist da hinter den Tannen da oben, direkt an die Straße steht das und da gehen wir jetzt hin. Ja Freunde, jetzt hier auf dem Gelände drauf. Zum Glück ist der Bewohner nicht mehr da, der in dem Häuschen da gewohnt hat. Die ganze Türe raus. Altes Fahrrad. Oh. Hier sind wir direkt unten im Keller. Das muss ich nur irgendwie versuchen. Ja Freunde, ich habe leider nur die Taschenlampe dabei, der andere Strahler habe ich jetzt nicht mitgenommen. Guck mal, hier sind noch Anzie. Das ist ein ganz komischer Geruch. Ein ganz komischer Geruch hier. Guck mal hier. Schönes Badezimmer, alles noch. Das ist mal geil, nichts kaputt geschlagen. Alles noch hier drin. Erstmal hier geradeaus weiter, was haben wir denn hier? Hier ist die alte Waschküche, guck mal hier auch mit Toilette und hier, das ist so eine Sitzbadewanne, da haben bestimmt ältere Leute hier dann gewohnt. Da habe ich noch nie gesehen, Freunde, habt ihr jetzt schon mal so eine Sitzbadewanne gesehen? Ah, siehst du, und hier, ging in den Stall rein. Hier ist leer. Ja, und hier hat dann der Hund gewohnt, ne? Guck mal hier. Noch so alte Sachen hier. Ne? Ja. 1994, der letzte Aufkleber. Uralt. Oh. Guck mal, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hier. Richtig alte Truhe mit Sachen noch drin. Wie krass ist das denn? Ältere Frau mit ihrem treuen Schäferhund. Ach Mensch. Ja, da waren die Enkelkinder da. Alles, das ist wieder so eine Sache, die ist echt schon traurig, ey. Hier sind noch Akten und ja. Oh, Freunde. Ja, das ist schon krass, vor allen Dingen, weißt du, da. Ich gehe jetzt hier nochmal da rumgucken.
haben die wahrscheinlich, ja, man weiß nicht warum, die Kinder oder Enkel. Das ist so klein hier, ne? Hier war dann das Schlafzimmer. Alte Jensken, alte Gardinchen noch da dran. Twins Room, Zwilling? Zwillinge? Hier so, weiß ich nicht, wie breit ist das? Ja, das ist gerade mal 2 Meter breit hier. Und dann auch hier. Noch, hier ist noch niedriger. Wie krass ist das denn? Und hier ist es noch niedriger. Guck mal hier. Hier ist auch noch mal so eine Schranktüre. Ja, von wegen Schrank. Das ist schon wieder so eine Geheimtür hier zum Dachboden hin, ey. Krass. Guck mal hier. So ein Bildchen, das ist alles so niedrig hier. Das ist unglaublich. Ich kann hier nur gebückt laufen. Hier ist ein klein bisschen besser. Ja, hier haben sie noch so einen schönen alten Bauernschrank hier stehen. Auch richtig schönes altes Ding ist das hier. Auch da. Ach, guck mal hier, Vorratsschrank. Alles noch Sachen drin. Ne? Puh, aber die sind schon. Die stehen schon lange da drin hier. Was ist das denn hier? Guck mal hier, die wölben sich schon, die Dosen. 2006, Freunde. 12.2006. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Kann man. Das sind schon ein paar Tage her. Ich meine, das. Abgelaufen. 2006 abgelaufen. Ne? Das darfst du ja nicht vergessen. Hier ist auch noch so ein kleines Zimmerchen. Ja, vielleicht war das auch Esszimmer, man weiß ich nicht. Altes Lämpchen hier noch drin. Was war hier jetzt? Hier war eine Gästetoilette. Da hat die Oma die Brille noch da liegen. Noch so ein paar Utensilien. Ach du Scheiße. Siehst du, das ist doch schon wieder was, da kriege ich echt Kotzanfälle bei. Da kann ich nicht ab. Die ganzen Unterlagen hier und rausgerissen, durchwühlt und so. Guck mal hier, der uralte Kinderwagen hier. Das ist schon wirklich ein ganz alter Puppenwagen. Und da. Da hängen heute. Der Anziehsachen drin. Hammer, dann ist sie. Ja, dann sind die verstorben. Und haben sie noch hier zu Ostern. Die Puppen hier, die Ostereier hier. Tja, da drüben sind dann auch noch. Irgendwelche Sachen. Uralte Unterlagen eben halt hier. Von 80 und von, ja, von noch früher. Hier ist noch ein altes Schulzeugnis, Freunde. Oh, da siehst du, das ist von 81, 82. Ist das 333. Krass. Spanisch hat da jemand gelernt. Uns geht es jetzt hier wieder ab in den Keller. Oh, so steil geht das hier runter. Ja, warum? Man weiß es nicht, ne? Warum die Kinder oder wie auch immer das nicht übernommen haben, nicht weiterführen. Das, warum das hier so. Das, ich bin da schon zigmal dran, in diesem Häuschen hier vorbeigefahren und. Ich weiß, dass es schon sehr, sehr lange leer steht. In dieser wunderschönen Natur und Landschaft hier. Hier ist ein schöner Garten dabei. Ja. Hier lief dann der große Schäferhund immer her. Kleines Gartenhäuschen hier.
Wie schön hier. Ja, ein kleiner Lost Place, aber irgendwie ein trauriger Lost Place, fand ich jetzt. Waren zwar nicht mehr viele Sachen drin, aber die Sachen, die da drin waren, ja, war traurig. Die ganzen Familienbilder da, so aus den 80er Jahren, die Omi da und ja, die Schulzeugnisse wahrscheinlich von den Kindern oder so. Und ja, dass er dann jetzt einfach alles so steht und liegen gelassen wird, keiner kümmert sich drum. Dann gehen die Schwachmaten hin, reißen dann wieder alles auch raus und schmeißen, verteilen es da. Aber schon mal schön, dass es nicht gebrannt hat. Ne, herzlichen Dank. Und dass nichts zerschlagen und zerkloppt da drin ist, das ist ja auch schon mal was Schönes. Ne? War schon irgendwie, ja, irgendwie eine traurige Geschichte. Freunde, ich mache mich jetzt weiter auf den Weg. Abo, Glocke, Daumen nicht vergessen. Das würde mich natürlich freuen. Und bleibt dabei, seid dabei. Wir sehen uns.